Will und Tom Kaulitz haben mit Kaulitz Kaulitz ihr eigenes Trash-Format The La Keeping Up With The Kardashians angekündigt. Auch Heidi Klum wird mit ihren Kindern darin zu sehen sein. Will und Tom Kaulitz, eigenes Reality-TV-Format dank Heidi Klum. Was spielt sich bei den Klum-Kaulitzes hinter verschlossenen Türen ab? Das erfährt schon bald die ganze Welt über den verrückten Familienclan. Denn ab 25. Juni läuft die Reality-Show Kaulitz Kaulitz bei Netflix. In den Hauptrollen, die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz, 34, und natürlich Heidi Klum, 50, samt Kids. Das Supermodel dürfte auch der Grund dafür sein, dass Netflix überhaupt Interesse an der Produktion hat. Nicht nur bei uns ist die Germany's Next Topmodel-Chefin beliebt. In den USA ist sie als The Übermodel bekannt, sitzt in der Jury der Casting-Shows America's Got Talent und Project Runway. Ihr Privatleben hielt die Blondine aber größtenteils geheim. Ihre Kinder Leni, 19, Lou, 14, Henry, 18, und Johann, 17, zeigte sie nicht in der Öffentlichkeit. Auch ihre Ehe mit dem britischen Popstar Seal, 61, fand eher hinter verschlossenen Türen statt. Großer Wandel bei Heidi Klum. Mit ihrem dritten Ehemann Tom Kaulitz ist jedoch alles anders. Auf Instagram zeigen sie sich zusammen verliebt und verschmust. Heidi gibt sogar oft schlüpfrige Bettdetails preis. Tom wiederum verrät viel Privates im Podcast mit Zwillingsbruder Bill. Kürzlich feierten sogar alle Kinder von Heidi ihre Premiere im Rampenlicht. Nach jahrelangem Versteckspiel darf also plötzlich alle Welt wissen, wie die Klum-Sprösslinge aussehen. Ein weiteres Indiz dafür, dass auch der Nachwuchs in der Reality-Doku eine Rolle spielen wird. Wollen die Klum-Kaulitzes etwa die Kardashians 2.0 werden? Davon träumt jedenfalls Bill. Im Podcast Kaulitz Hills, Senf aus Hollywood, sagte der Tokyo Hotel Frontmann zu Bruder Tom. Du bist 100% Kourtney Kardashian und ich bin Khloe Kardashian. Weiter erklärte er, das passt richtig gut, weil, auch bei den Kardashians ist Kourtney die Zickige, die immer mies gelaunt ist. Sie will nie drehen, will ihre Privatsphäre, bei dir war das genauso. Klingt danach, als sei Tom nicht derjenige gewesen, der sich dieses Projekt und die achtmonatigen Dreharbeiten gewünscht hätte. In Kaulitz Kaulitz wird es privat wie nie. Wahrscheinlicher ist, dass Bill und Heidi hinter all dem stecken. Denn Bill tönte groß. Bei mir ist so viel Drama passiert, das wird eine richtige Reality-Show. Tom hingegen sieht das anders, distanziert sich von den Aussagen seines Bruders und beschreibt die Serie nur als Dokumentation. Was nun? Gibt es Drama für alle Fans oder nicht? Bill Kaulitz klärt auf, du darfst das so nicht sagen, sonst schaltet keiner ein. Aber klar ist sowieso, das Publikum wird dich am wenigsten mögen, wie es auch bei Kourtney Kardashian der Fall ist.
Du bist am wenigsten interessant. Tom schießt daraufhin zurück. Dann kannst du mich bei der finalen Serie ja rauslassen. Auweia, mit diesem Vorabzickenkrieg machen die Kaulitz-Brüder den Kardashian-Schwestern definitiv schon Konkurrenz.